darf ich dir. Ich gebe dir, mach mal Foto. Там. Видно хвилю. Видно хвилю забрать. Что, тудюра? Да, тудюра. Вот мы где дюри дропали. Дюри, фото. Что ты дюри, я тут на лапе? Добро, они слежали. Ich bleib hier. Ich will nur vom Loch und nicht von dir das Foto machen. Ich hab keine Zeit für dein ganzes Theater hier. Arbeite, mach deine Arbeit weiter. Ich mach dir deine Arbeit weiter. Dann kannst du mal nicht arbeiten. Habt ihr gar keine Arbeit? Scheinbar nicht. Wir arbeiten mit euch. Warum seid ihr so aufgeregt? Weil du abhauen sollst hier. Ja? Du hörst ja immer nie her. Das ist einfach. Ich bin ja auch nicht im Loch. Du bist im Loch. Du kannst ja auch aus oder saufen hier. Ja, 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 mach dein Ost. Mach dein Ostkram. Ost. Aber wo kommst du näher? Aus dem Westen oder was? Auch aus dem Osten. Aber ich bin zuvorkommend. Ich bin im Westen groß geworden. Das ist ja der Unterschied. Ja, zwischen Mensch und Gote. Ja. Mit der Deutschheit arbeiten. Musst du mal sehen. Die Bemerkung würde ich mir verkneifen, weil ich gehöre nicht zum polnischen Volke. Und generell Menschen so zu benennen, zeigt von gutem Charakter und schöner Erziehung. Man soll Hauptsache nicht braun sein. Ach so, da liegt das Rohr. Kann man doch ganz normal menschlich zeigen. Da liegt das Rohr. Jungs, wir wollen nichts absaugen. Erdmann kann scheinbar mit Menschen sprechen. Von der Watz. Na gut. Wir wollen Ihnen Abläufe zeigen. Abläufe in der Struktur brandenburgischer Landespolitik. Der Menschen in Brandenburg, wie sie Sachen oder mit Menschen haushalten, mit Sachen haushalten, die Umsetzung, insbesondere wenn es darum geht, wenn wir von Ausländern sprechen, wie hier die Feindlichkeit sich zeigt. Heutzutage nur beim einfachen Volk äußert sich das in direkter Weise, dass ausgesagt wird, ihr seid hier nicht willkommen, wie jetzt der im Ausschnitt des Bauarbeiters zu sehen ist bei den Wasserwerken, also der für die Wasserwerke tätig ist oder die Sachen macht, ihr seid hier nicht willkommen. Bestimmt nicht auf den Graben bezogen, also der Graben, dass man dort zum abgesperrten Graben hinschaut, ist bestimmt nicht Aussage genug, diese Äußerung zu treffen. Ihr seid nicht willkommen, ihr seid hier unerwünscht. Das sind so die Abläufe, die durch die Medien in Feindlichkeit zum Menschen, welcher allein schon mit einem fremden Namen behaftet ist, jeden Tag ausgeübt werden, unabhängig zu welchen Institutionen man sich begibt oder zu welche Fragen man bei einer Landesbehörde vorträgt oder welche Wünsche, Anregungen man äußert, nichts geschieht. Wenn man allein schon den Fakt beachtet, dass über 2 Jahre Rostwasser dem Objekt zugeführt wurde, dann sehen wir die Abläufe in einer gravierenden Art und Weise, wie diese Sachen gegenüber den Menschen projiziert werden, gegenüber einem Menschen, der jetzt nicht reines deutschen Blutes ist. Auch die Sache mit der Familienzusammenführung, wie aufgeregt die Menschen waren. Warum dann die Aufregung, wenn alles doch passabel ist, wenn alles richtig ist? Über 2 Jahre einen Menschen nicht der Gesellschaft zuordnen, ein deutscher Bürger, was ich auch bin seit 30 Jahren, denn ich bin ja, ich lebe in Deutschland, ich bin hier angesiedelt, über 30 Jahre, aber nichtsdestotrotz sagt man, ja, du bist hier fremd,
Das ist nicht dein Land. Du bist hier unwillkommen. Und das äußert sich insbesondere durch Taten. Taten, die nach außen gebracht werden zum Menschen und die so kaschiert sind, dass man nicht ohne weiteres sagen kann, das ist einem fremdenfeindlichen Bild zuzuordnen. Vielmehr äußert sich das Ganze in dem Bereich, dass man Menschen einfach schleppend nicht weiterziehen lässt. Also man bremst sie aus an jeder Stelle und lässt sie einfach nicht in der Gesellschaft so funktionieren, wie das sein sollte. Warum das geschieht, ist eine andere Frage, eine politische Frage, die bestimmt die Landesväter in Brandenburg nicht gerne beachten oder beantworten möchten. Denn das wäre ja ein Erzürnis und man zürnt nicht die Sachen, man trägt die Sachen nicht so ohne weiteres ins Bild, sondern man hält sich dezent zurück und lässt einfach Fragen unbeantwortet. Andere Abläufe, die wir Ihnen zeigen, auch die einem fremdenfeindlichen Bild zuzuordnen sind, denn am Verhalten dieser Funktionäre oder Amtsträger ist schon allein die Wirkung ihrer Art, ihrer imprägnierten Art, ihrer Gesinnung wiederzufinden. Ohne weiteres wird keiner, ohne Beweggründe wird keiner dich ausbremsen oder keiner dir schlecht reden oder sein Handeln gegen dich steuern. Denn es macht keinen Sinn. Wir haben Aufsichtsbehörden, die über vom Gesundheitsamt als Beispiel beim Vorgang mit Wasser, die über 3 Jahre nicht, über 2 Jahre nicht tätig waren. Es kommt wie 3 Jahre schon vor. Rostwasser einem Objekt zuzuführen, ist bestimmt eine kriminelle Art und Weise. Aber das wiederum wird einfach zurückgeworfen. Es wird gesagt, es war ja nicht so. Durch die Anwälte der Gegenseite lässt man äußern, alle anderen Objekte sind ja in Ordnung. Warum dieses Objekt? Obwohl man alle 3 Wochen kommt, im Wissen, dass es solche Vorkommnisse gibt. Die Dame am Empfang von der CDU meinte, es ist ein Kriterium, dass die Kommunen nicht entsprechende finanzielle Mittel zugeführt bekommen. Mag sein. Aber dann stellen wir uns andersrum die Frage, warum fährt der Vorstand oder der Vorsitzende der Wasser- und Abwasserbetriebe aus Seelow mit mehreren Geländeautos und führt nicht diese finanziellen Mittel für ein geordnetes Leben zu. Also jemanden mit Rostwasser zu versorgen und dann noch die Aussage zu treffen, das sind ja Kosten, die Sie tragen müssen. Wenn wir eine Probe nehmen vom Hygieneamt aus Seelow, Gesundheitsamt, Hygieneabteilung aus Seelow, wo man sich mehrfach gewandt hat, bis man direkt nicht hingefahren ist und mit Bildmaterial, was wir Ihnen zeigen, das Ganze vorgetragen hat. Das sind so Abläufe, die einfach zeigen, dass man möchte die Menschen nicht hier haben. Deshalb ziehen ja auch Menschen in die Ballungszentren. Der deutsche Präsident sagt sich, ich mische mich nicht in die Abläufe ein. So gesehen müssen wir als Menschen dritter Wahl, wie wir in Deutschland aufgenommen sind, uns selbst diesem fremdenfeindlichen Bild stellen. Und es gibt eine Vielzahl Bürger, deutscher Bürger, die nicht diesem manifestierten Denken ihre Art und Weise, ihre Haltung, ihre Positionierung wiedergeben. Praktisch, um es einfacher zu sagen, die sind nicht fremdenfeindlich. Die sind aufgeschlossen. Ich lebe hier als Beispiel 10 Jahre in Brandenburg und die Nachbarn allein, die halten sich zurück. Die halten sich sehr vorsichtig. Die wollen am liebsten nichts mit dem Menschen zu tun haben. Die halten sich bedeckt. Warum macht man das? Warum sind die Menschen so verfahren? Das ist ein Bild von einem traurigen Dasein. Möchte man gerne aufs Land? Ja, ich wollte aufs Land. Ich wollte hier mich niederlassen und ich wollte ein schönes, gemütliches Leben haben. Ein Leben ohne Stress, ohne Hektik, denn die Stadt war mir sehr verkommen. Leider schaut man, wie drückt man den Ausländer raus. Man sucht immer wieder Möglichkeiten, um ihn zu reizen. Immer wieder Möglichkeiten, um zu sagen, du machst das falsch, du machst das falsch. Auch eine andere Geschichte, die ich vortragen werde, außer der Familienzusammenführung
der Gesinnung irgendwelche Schikanen durch Abstellen von Fahrzeugen, durch Verkleiden einer Baracke, wo man eigentlich hätte mit den Menschen so weit kommunizieren können, zu sagen, pass auf Bürger, du hast jetzt die Baracke, hast du das Geld? Wenn du das nicht hast, dann sagt nicht eine untere Aufsichtsbehörde unter Leitung, also die Leiterin dort, sagt nicht, ist mir egal, wie sie das richten. Sie haben das zu machen, auch wenn man anspricht, man hat nicht die finanziellen Mittel. Das bleibt unberücksichtigt. Sie müssen das machen. Das ist ihre Pflicht. Und ich sage mal, sicherlich, es gibt ein Wiederaufbauprogramm von der Landesregierung, von Ostwiederaufbau Ost. Aber das wird nicht in Umsatz gesehen. Vielmehr schaut man, wie kann man aus EU-Fonds was rausziehen. Also Deutschland geht generell daher und sagt den Ostbürgern, zieht da von Fonds Geld raus. Und warum soll die Regierung oder der deutsche Staat da was zuführen? Und das sind so vergessene Sachen, die einfach von den Landesbehörden, so gesehen sitzt die Landesverwaltung nur dazu da, oder die ganzen Hilfsvereine, die meisten der Hilfsvereine, die sind Blitzableiter. Blitzableiter, die Menschen zu strukturieren. Es ist, man kann strukturieren, ihnen zu sagen, Sachen zu versagen. Auch auf juristischer Ebene wird das ganze Schauspiel in gleicher Format oder im gleichen Format umgesetzt. Die moderne Sklaverei aus dem Jahr 2019 kann man als Argument sehr gut stehen lassen. Denn das sind Abläufe, die eigentlich so nicht in Erwägung treten dürften oder in Gestaltung treten dürften. Eigentlich nicht. Aber heutzutage macht man das, man setzt es an. Eine Sklaverei der Moderne mit Sicherheit ja. Nur äußert sie sich natürlich auch modern. Denn wir haben ja auch zumindest das Jahr 2018, 2019, 2017. Und da kann man nicht kommen und die Menschen an die Kette legen. Oder man kann nicht ausdrücken, du bist hier nicht willkommen. Nur der einfache Bauarbeiter kann das noch. Die anderen Behördenstrukturen, die arbeiten gegen einen. Also wenn wir zum Beispiel uns die Familienzusammenführungsgeschichte aufgreifen, dann haben wir ein Fallbeispiel. Man hat so viel Akte und alle Entscheidungen sind negativ beschieden. Also, dass jemand krank ist, dass der Ehepartner krank ist, dass die Einstehgemeinschaft formal und in Wirklichkeit Umsetzung finden sollte, dass bei schwerbehinderten Menschen der Gesetzgeber Möglichkeiten geschaffen hat, wird einfach zurückgewiesen. Es wird kein Gegengewicht gestellt. Also zum Beispiel, man bringt ein Gutachten vor. Dieses Gutachten wird einfach runtergesetzt und ein Gegengutachten, was eigentlich sein müsste, wird nicht erstellt. Und das sind so Projektionen, wo man sagen kann, warum wird das so gemacht? Natürlich, aus dem einfachen Grund. Man sagt auch dem Verwaltungsgericht in Folge, schaut da genauer hin. In Frankfurt oder in Brandenburg. Keiner schaut hin. Warum macht man das nicht? Man möchte diese Menschen einfach aussondern. Man möchte sie nicht haben. Man möchte sie wegbringen. Wenn der Mensch kommt nach Deutschland, dann muss er erstmal, also der Lebenspartner, mit dem man zusammen verheiratet ist. Insbesondere wird es schwer, wenn es darum geht, wenn der Lebenspartner eigene Kinder hat. Dann wird die Sache bereits schon, also ich habe zum Beispiel erfahren von dem Leiter der Ausländerbehörde in Vierlinden, ja, brauchen Sie das? Das ist doch Ballast. Ist das nicht Fremdenfeindlichkeit? Ist das nicht abwertende Haltung? Man trägt es dem Gericht vor. Das Gericht übersieht diese Momente bewusst. Denn das Gericht arbeitet ja auch gegen den Menschen. Besonders man hat jetzt Richter aus ganz Deutschland in die Enklave von Brandenburg oder Ostdeutschland teilweise eingebracht, damit man sagen kann, ähnlich wie Pressesprecher ausländischer Herkunft, damit man sagen kann, wir haben doch auch Ausländer. Aber das sind Kettenhunde. Das sind keine freien Bürger. Das sind keine freien Bürger. Die haben vielleicht eine Meinung, aber diese unterdrücken sie, denn sie wollen, sie hängen ja an der Arbeit. Sie bekommen ja ihr 2.500, 3.000 Euro. Und warum sollen sie das verlieren? Nur weil sie ihre Meinung aussagen, die sowieso überhört wird. Man hört nicht drauf.
Man spekuliert an einer Stelle und sagt, entweder arbeitest du mit dem System oder wir lassen dich außen vor. Dass die Möglichkeiten tatsächlich gegeben sind, sicherlich. Der Gesetzgeber hat ja der Öffentlichkeit was vortragen müssen, nachdem er beschieden hat, wir, also der Familiennachzug ist erst möglich mit Nachweis der Sprachkenntnisse, was eigentlich nicht Voraussetzung sein dürfte. Auch wie die Differenzierung vom Verfassungsgericht in einem Urteil aus dem Jahr 2012 ist, auf welches ich noch später zurückkommen werde. Da haben wir auch Aussagen oder man führt an, also die Richter, die sich da zusammengefunden haben, führen was an, führen was aus in ihrer Sichtweise. Ob diese Sichtweise tatsächlich so im Einklang mit dem Recht ist, bleibt dahingestellt. Denn vorrangig ist die Familie. Man darf nicht die staatlichen Interessen vor der Familie stellen, besonders wenn diese nachhaltig sich auswirken würden. Denn dieses Urteil aus dem Jahr 2012, unten werden Sie, führe ich das noch aus, in einem Link, also Sie sehen es unten, den Verweis drauf, auf welches Urteil ich mich beziehe, da sagt man, wenn man nach Deutschland kommt, wir haben auch eine moderne Variante, man kann heutzutage mit Google-Übersetzer oder ähnlichen Programmen einfache Kommunikation aufbauen mit den Menschen. Jetzt aber sagt sich die Richter, welche das Urteil getroffen haben aus dem Jahr 2012, eine Trennung von einem Jahr ist nichts Besonderes. Also man darf so gesehen die Familie für ein Jahr trennen. Das ist in keinem Gesetz so festgehalten. Das nennt sich schonende Art und Weise. Würde man das als schonend bezeichnen? Sieht man damit nicht schon Rechte irgendwo verwirkt von einem Bürger? Es wird einfach mal eingeprägt und es geht scheinbar einher mit dem Grundgesetz. Von welchem Grundgesetz sprechen wir? Wir behaupten, also ich zumindest behaupte aus meiner Positionierung als Mensch, der beide Seiten abwägen muss, ich, welcher kein Richter ist, oder noch dem ein Unterstellter diesem Staate als Sklave bin, behaupte ich, man muss das abwägen. Man kann nicht sagen, du kommst, man kann zum Beispiel jemanden, den zuziehenden Familienangehörigen, anweisen, dass dieser das Erfordernis, sich der Angewöhnung deutscher Sprache verpflichtet. Das ist sicherlich tragend, aber man kann nicht im Vorfeld diesen Gestaltungsspielraum benutzen, damit man ihn alles versagt. Denn das erfüllt einen Bestand, der deutlich gegen die Prinzipien der des Grundgesetzes sich richtet. Man kann natürlich jemanden, der generell nach Deutschland zuzieht, der keine Bindung zu Deutschland hat, dazu verpflichten, im Vorfeld deutsche Sprachkenntnisse zu erlernen. Aber das darf nicht auf eine Familie zurückfallen. Wir kämpfen über 2 Jahre schon mit dieser Materie. Natürlich, die Landesbehörden, welche auch im gleichen Haus in Seelow angesiedelt sind, die halten zusammen. Man führt bewusst Rostwasser zu. Man weiß, in der Immobilie leben ausländische Menschen. Also unterdrückt man sie. Man hält sie wie Tiere. Man wendet sich an wen man will. Nichts passiert. Sogar das Landeslabor, also die Menschen, die aus Frankfurt oder gekommen sind, nicht aus Berlin. Wir wollen das schon mal unterscheiden. Die zwei Herren, die haben sich wieder vorgestellt, haben Weisungen gegeben, wie Sie im Folgevideo sehen werden. Die gegnerische Seite, die Anwälten, die darf sich in der privaten Immobilie einfinden. Nach ihrer Sicht, die haben ein Bestimmungsrecht ausgeübt. Das geht nicht. Auch der Amtsleiter von Golzow, Lothar, ich habe den Nachnamen auf die Schnelle nicht im Kopf, aber der ist leicht rauszufinden, wie er sich verhält. Polnische Fahrzeuge, ausländische Fahrzeuge dürfen nicht auf Grünstreifen abgestellt sein, nur deutsche. Ist das nicht fremdenfeindlich? Man fragt an, man sagt beim Ordnungsamt in Golzow, warum?
Machen Sie das. Ja, wir kommen zu der Zeit und da treffen wir nur Sie an. Ich habe einen Haufen Bilder. Sie sehen das parallel, wie viele Fahrzeuge, deutsche Fahrzeuge, mit deutschen, deutsch zugelassene Fahrzeuge sind, eine Vielzahl der Fahrzeuge sind generell vom Modell her in Deutschland verbaut oder deutscher Herkunft nach. Aber in Deutschland zugelassene Fahrzeuge, wie viele hier abgestellt sind, diese dürfen stehen, denn das ist in Deutschland zugelassen. Der Ausländer ist hier verkehrt. Er darf hier nur als Sklave kommen und am liebsten auch nicht. Nach dem Bild der ostgeprägten Scheindeutschen, so würde ich das mal definieren. Denn viele haben sowjetische Vorfahren und damit spiegelt sich auch ihre Position als Mensch wider. Sie haben nicht mal das Niveau, auf eine Augenhöhe gerichtete Sicht zu kommunizieren, mit Menschen umzugehen, eine Art an den Tag zu bringen, wo man miteinander was pflegt, was aufbauen möchte. Man sieht den Menschen gerne hier, man möchte ihm helfen, man möchte mit ihm sich emporheben. Nein, man möchte, dass der Mensch sich von hier verzieht. Das ist die Position des braunen Brandenburgs. Wie das Rostwasser, so auch die Haltung der Menschen. Und am besten ist natürlich der Datenschutz. Man tut das Ganze so weit einengen, dass man nicht die Menschen aufnehmen kann. Wie beim Landeslabor Berlin-Brandenburg, die wollten nicht mal, dass über ihr Handy geschaut wird. Die haben erstmal 15 Minuten das Wasser abgelassen. 15 Minuten, das wollten sie nicht alles im Bild haben. Und trotzdem war der Wert nach Aussage der Leiterin in Berlin um das 30-fache an Eisengehalt erhöht. Also das Rostwasser war schon da, es hat auch gestunken, obwohl man das 15 Minuten abgelassen hat. Natürlich, der Faktor wäre noch größer, der wäre noch dramatischer, aber das soll alles ja nicht ins Bild kommen. Es ist alles schön und gut. Wir haben deutsche Verhältnisse. Die sind schlimmer wie dem nachgeredeten Diktat von Putin. Natürlich, das ist eine faschistische Haltung, die sich heute, und das ist wieder meine Querulanz, die sich so entfaltet, auch deutsche Bürger kämpfen gegen diese Willkür, staatliche Willkür. Wir müssen uns zusammenfinden. Nur gemeinsam können wir die Vorkommnisse so begegnen und die Menschen zum Umdenken bewegen. Dass die Menschen verstehen, wir sehen dich gerne als Nachbarn. Wir wollen das miteinander führen. Nur gemeinsam können wir stark sein. Nicht, wenn wir uns selektieren. Natürlich ist es für die Politik gut, wenn man Menschen selektiert. Denn so kann man schleichend was abbauen, was aufbauen. Aber eigentlich muss man eine ganz andere Gewohnheit an den Tag bringen, dass man miteinander was aufbauen möchte, was pflegen möchte, miteinander ehrlich und fair umgehen. So ein Weg, der über 2 Jahre Rostwasser bekommen hat, wird das natürlich in Umsatz gegen Menschen stellen. Denn man hat sich bemüht, Abhilfe zu finden. Das ist durch Aufsichtsorgane, die einfach das aus dem Bild verloren haben, übersehen haben und sich herausreden, ja, wir haben von ihnen nichts gehört, wir haben nur die Aussagen der Wasserbetriebe und da haben wir nicht mehr hinterher gefragt, wie ist das Wasser bei ihnen. Tatsächlich kam ein Anruf von dem Herrn Schneider, der auch da war mit den Proben aus dem Gesundheitsamt Seelow. Sie sehen das auch in einem Bild, in einer Gestaltungs Sache, die wir Ihnen vortragen und der Herr meinte, das sind ja Kosten, die auf Sie zufallen. Sogar das Verwaltungsgericht, bei welchem der Vorgang schon über ein Jahr vorliegt, meinte, wissen Sie, das kostet einen Haufen Geld. Was ist wichtiger? Die Gesundheit eines Ausländers oder das Geld, was eigentlich dazu gedacht ist, dass hier ordentliche Verhältnisse sind? Wenn man 1-2 Jahre schreit, Rostwasser, ja, der Ausländer, was will er schon? Der lügt nur und spinnt nur rum. Und deshalb machen das die Ausländer schon richtig, wenn sie gegen die deutsche Willkür sofort, direkt, brachial vorgehen. Denn das ist nur der Zustand, zu welchem der fremdenfeindlich gesinnte Deutsche einen Ausländer führt. Durch Missachten seiner Vortragung, durch Ignoranz, durch puren Hass, der sich in seinen Handlungen wiederfindet.
Ich danke erstmal für den Augenblick. Schauen Sie die weiteren Videos an. Wir sind Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns in unserer Sache unterstützen und sich anschließen. Denn gemeinsam, wir wollen mit dem Deutschen leben, mit einem vernunftsdenkenden Menschen. Ich lebe 30 Jahre. Ich bin sehr diesem Land verbunden, sehr dankbar für eine Vielzahl Sachen. Ich will nicht Deutschland schlecht reden, aber gewisse Abläufe gehören einfach aufgearbeitet, ehrlich, fair aufgearbeitet und nicht durch Lug und Trug, wie es Gewohnheit ist von einem Deutschen. Besonders von einem Ostdeutschen. Denn der Ostdeutsche ist ein Rassist von seiner Veranlagung her. Warum das kommt, kann ich nicht nachvollziehen. Denn eigentlich darf man nicht die Vorväter für etwas haftbar machen, was man selbst anders regeln kann. Man kann das miteinander fördern und man muss daran arbeiten. Und die Landesregierung hat primär die Aufgabe und nicht die Teilung zwischen Ausländer und Deutscher zu begünstigen. Was scheinbar durch Nichtaufarbeiten die Landesregierung in Brandenburg vollbringt. Auch zur Judikative werden wir eine Vielzahl Sachen Ihnen zeigen, wie die Judikative arbeitet, wie sie Menschen kriminalisiert, besonders in Brandenburg, auch anderswo, wie man die Haltung zu einem Ausländer oder zu einem zugezogenen Menschen nach Deutschland herausbringt. Man führt an, ja, dieser Mensch hat sich nicht unserer Kultur angeschlossen. Ich zeige Ihnen die Kultur. Ich habe sie erlebt, am eigenen Leibe. Die Kultur deutscher Justiz und der Haltung deutscher Behörden. Nicht aus meiner Gesinnung, wie man so schön die Menschen schlecht redet, indem man sagt, die sind oder als Hauptargument, um sich zu rechtfertigen, ausdrückt, diese Menschen, die etwas vortragen, sind Querulanten. Nein, diese Menschen sind bestimmt nicht Querulanten. Diese Menschen sind festgefahren, ihr verankertes Recht und den Rechtsgedanken, den ehrlichen Rechtsgedanken durchgesetzt zu bekommen, was unter der Hülle dieser teilweise Scheinauflage einer Rechtsprechung nicht zugestanden wird dem Autonormalverbraucher. Schauen Sie unsere Videos an, Sie werden bestimmt überrascht sein über die tatsächlichen Verhältnisse in Deutschland. Falls ich mich in manchem Satz nicht ausdrücklich deutsch geäußert habe, bedenken Sie und entschuldigen Sie meine teilweise bescheidene rechtssprachliche Ausdrucksweise, da ich auch im Haushalt Ukrainisch, Russisch, Polnisch spreche, ist das Zusammenspiel zwischen vier Sprachen doch schon eine Hürde, direkt eine Vortragung zu den Geschehnissen umfangreich dargestellt vor einer Kamera. Es ist ja nicht mein Alltag. Danke.